Ja, Leute, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu The Beast Inside. Ich wollte gerade schon 7 Days to Die sagen, da war ich wieder komplett falsch in der Ecke. Naja, ich würde sagen, erstmal Knackung und Cheers. Gut, dann würde ich mal sagen, ab in das nächste Haus. Gespannt, was uns erwartet. Das geht gut los. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Ich hab doch schon gesagt, ich bin anständiger Hyde. Sie braucht ja nicht immer dieses Schubladengedenke. Naja, gut, okay. Was haben wir denn hier? Ha, die Tage der Hyde sind gezählt. Sie werden es noch bereuen, dass sie zu knauserig waren, um mir ein paar lumpige Dollar zu zahlen, als mein Mann das Zeitliche gesegnet hat. Und ich habe ja nicht einmal viel Geld verlangt. Ich bin ja eine einfache und bescheidene Frau. Ich habe keinen Penny gesehen, obwohl die Familie schon seit langer Zeit tief in meiner Schuld steht. Seit damals, als dieser alte Drecksack, der Vater des alten Hyde, mich so hart geschlagen hat, dass ich eine Fehlgeburt erlitt. Heute kommt der Detective vorbei und ich werde ihn ein schönes Liedchen trällern. Er spürt auch, dass die Hyde's eine hinterhältige Sippe sind. Und ich werde ihnen den Beweis dafür liefern. Ich danke dir, O Herr. Und die Rückseite ist wieder mal leer. Was haben wir denn? Dritte Notiz der Frau im Sumpf. Ich bin langsam ganz durcheinander. Hat mein Großvater Maria wirklich etwas angetan? Ist das der Grund, warum sie so schlecht auf unsere Familie zu sprechen war? Sie sagte, dass sie alles erzählen würde, doch hat bis jetzt noch keine handfesten Beweise vorgelegt. Hat sie wirklich gesehen, wie mein Vater jemanden umgebracht hat? Oder hat sie sich alles nur ausgedacht, um meinen Vater zu ruinieren? Es gibt immer noch so vieles, das ich nicht weiß. Junge, ich will immer mit Escape raus, ne? Ich werde es mir auch nicht mehr abgewöhnen, bis dieses Spiel durch ist. Irgendwie ist es gerade viel zu ruhig in dem Game, ne? You! How dare you come here! Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! Ah! Im Namen Gottes, Junge, guck dich mal an, Alter! Wer ist hier, Satan? Ach du Scheiße! Weiche, Junge, wo ist mein Kruzifix? Sieh durch! Ah! I should look for some kind of written record. Oh, Alter. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Piss dich, du Ausgeburt der Hölle. Okay, was haben wir hier? Zweite Notiz der Frau im Sumpf. Ach du Scheiße, das ist ja schon wieder ein langer Text. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieser elende Geizhals. Und hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Der kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich nur tun? Der alte Säufer, mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen, hat einen Vertrag unterschrieben, in dem er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn Sie mir Angst einjagen wollen, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Hab dem Richter gesagt, dass ich alles weiß, dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass Hyde nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Ich werde nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat und verstehe jetzt, dass Jacob noch tausendmal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht, doch so einfach kommt er mir nicht davon. Jacob war der Vater, ne? Ja, klar, wir sind Nicholas und der Vater war Jacob, ja. Mhm. Kriege ich noch einigermaßen zusammen, ja. Mhm. Mein Vater hat dieser armen Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen, er hat doch noch Norton dazu angestiftet, sie zu schikanieren. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und Nachbarn hatten. Okay, sie darf mich nicht sehen, dann heißt das wohl, die stöbert hier jetzt auch rum. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Guck dich an, wenn du nicht aus der Hölle kommst, dann weiß ich auch nicht. Lord, thou knowest what they have done. Lord, they are evil. Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done. For we are one, we are one. Junge, wo ist sie? Ist sie über mir? Dear Lord, you can take me under your wing. Dear Lord, dear Lord.
pray to thee. Give me salvation. Die ist da drüben, ne? Ist die da? Ich kann nicht genau ausmachen, von wo sie kommt. Erste Fassung von Marias Brief an den Detective. Halt bitte die Klappe, ich will lesen. Okay, geht nicht. Ja, was ist mit ihr? Warum kann ich den nicht lesen? Was? Mein Vater hatte mehr als einen Sohn? Ich will das lesen, hallo! Warte mal. Wo ist meine Notiz? Warte. Hier, da. Warum kann ich den nicht lesen? Na gut, dann lese ich eben das da rechts an der Seite. Keine Ahnung, was hier los ist. Halt die Fresse. Ich versuche hier zu lesen. Bitte sei ruhig. Bitte, weiche. Weiche. Was? Mein Vater hatte mehr als einen Sohn? Was für ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht war die alte Frau nur verrückt. Es fällt mir auch schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Das Geheimnis der Familie Hyde, eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einen geheimen Ort verschleppt. Ein weiterer Sohn, der hinter Schloss und Riegel gehalten wird. Was ist das für eine Bestie, von der sie redet? Hatte das alte Weib vollkommen den Verstand verloren? Oder streifte damals wirklich irgendetwas Bestialisches durch die Wälder? Ich würde gerne wissen, was da stand, aber... Na gut. Wenn das Spiel nicht möchte, dann möchte es nicht. Okay, wo ist die Alte jetzt? Oh, hallo. Die ist unter mir. Hä, es hat sich so angehört, als wäre sie über mir. Yep, die hat eindeutig den Verstand verloren. Okay, was bist du? Ah, okay. Kaputter Rosenkranz. Hat jemand versucht, sie mit diesem Rosenkranz zu erwürgen? Hier, du kannst ihn wieder haben. Muss ich hier eigentlich so rumsneaken oder kann ich hier auch normal langlaufen? Bleib, glaube ich, einfach mal gesneakt. Oh, shit. Jetzt habe ich ein Streichholz angemacht. Damn, the door's locked and I can't lockpick it. Maria always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. Ja klar, mach auf Assassin's Creed, Alter. Oder Skyrim, noch besser. Mögen diese verdammten Hides in der Hölle schmoren. Was für eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemanden ein Leid wünscht, aber ich bin nicht barmherzig genug, um diesen Hurensöhnen auch noch die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann, der Trunkenbold, verschüttet wurde, habe ich nur nach einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Und was habe ich bekommen? Ja gut, irgendwie sind die Notizen hier... Die sagen alle irgendwie das Gleiche aus und es ist einfach nur Gejammer, ne? Ich wusste nicht, dass sich mein Vater weigerte nach dem Unfall... Okay, ich glaube, ich habe die hier... Ich habe die hier in falscher Reihenfolge gesammelt, so wie es aussieht. Wie, jetzt soll ich jetzt nicht mehr die Tür knacken, oder was? Was ist jetzt meine Mission? Nimm Marias Schlüssel an dich. Ah, okay, ich muss durch die Tür, um hier rauszukommen. Ich verstehe. Und jetzt soll ich mich an sie ranschleichen, ja? Und das soll was werden? Okay, hier brauche ich einen Lockpick. Habe ich zum Glück dabei. Warte mal, wie war das hier? Ja, ich als alter Oblivion-Spieler. Ja, kein Problem. Da ist die bescheuert. Die hat doch richtig ein Ding zu rennen. Die ist ja schlimmer als der Joker.
Wo ist sie? Ich höre sie nicht mehr. Wo ist sie? Sie kommt da lang. Ich hoffe, die sieht mich hier nicht. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Kommt doch safe gleich zurück, oder was? Oder ihre Haare auch wie so in der Luft schweben. Hat ein bisschen was von Fluch der Karibik 6, oder? Ne, 5. 5, nicht 6. Wer den gesehen hat, hier Salazars Rache. Bei dem haben die Haare auch so komisch in der Luft, so. Hm? Wie soll ich denn an der Tussi. Wie soll ich denn da ungesehen rankommen? Die merkt das doch, oder was? Nein, steh auf! Alter, bist du eine hässliche alte Hexe! Okay, das hat semi-gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Na los, komm raus. Scheiße. Aber wie schnell sie auch ist. Okay, ich muss irgendwie hinter sie kommen. Aber frag mich nicht wie. Okay, sie ist jetzt da hinten. Ich muss sie irgendwie erwischen, wenn sie kurz stehen bleibt. Jetzt hier komme ich doch nicht raus. Nee. Ich hasse dich. Okay. Na los, lad schon. Ich muss sie irgendwie mal in einer guten Position erwischen. Alter, mach die scheiß Streichhölzer aus. Kann ich das Ding nicht wegwerfen? Gott, Alter. Kann ich hier nicht theoretisch sie ausrauben? Wenn sie hier an mir vorbeiläuft? Sollte eigentlich gehen. Junge, die ist doch wohl eindeutig von Resident Evil 7 geklaut, oder was? Kann mir doch keiner erzählen. Lord, thou knowest what they have done. Lord, they are
evil. Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done. For we are one, we are one. Ich will halt auch nicht rauspieken, weil sie mich sonst wieder sieht. So, jetzt kommt sie hier lang. Muss ich halt irgendwie von hinten erwischen. Aber das Ding ist halt, ich muss dann auch noch wegkommen. Das ist halt das Schwierige. Die kommt doch jetzt hier wohl nicht wieder zurück, oder? Nee. Okay, hier bleibt sie stehen. Dann geht sie da kurz rein und kommt dann da wieder lang. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Vielleicht, wenn sie da kurz reingeht? Ich müsste mich halt hier irgendwie vercampen. Und wenn sie da kurz reingeht, dann müsste ich irgendwie hinter sie kommen. Ist natürlich wieder leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht mal, ob sie mich hier so sehen kann. Theoretisch müsste sie mich hier nämlich sehen können. Pray to thee, give me salvation. Guck mal, jetzt bin ich aber halt doch. Mann, oh, ich benutze immer aus Versehen die Streichhölzer, ey. Bitte mach das Streichholz aus. Ich könnte mich hier versneaken und dann probieren irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Die sieht mich doch. Wo hat sie mich jetzt gesehen? Wo hat sie mich gesehen? Wie denn? Ich war doch hinter dem... Ich war hinter der Wand. Wer weiß, wie die alte Schachtel mich da wieder gefunden hat. I'm just a blind old witch and no one would believe me. Lord, thou knowest what they have done. Lord, they are evil. Lord, give me salvation from their evil. Das Ding ist halt, ich weiß auch nicht mal, was ich drücken muss oder so, wenn ich hinter ihr bin. Guck mal, bin ich jetzt so irgendwie? Ja, ja, ich hab ihn. Zieh, 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 zieh. Okay, das war einfacher als gedacht jetzt. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurück. Zu die Luke. Mach zu die Tür. Bitte mach sie zu. Komm, bitte. Mach sie jetzt. Mach jetzt die Tür zu. Verdammt. Er macht die Tür nicht zu. Er macht's einfach nicht. Ich komme auf dem Weg auch nicht wieder zurück, ne? Kacke. Warum komme ich jetzt immer auf X, wenn ich C drücken will? Ey, heute ist wirklich... Heute ist so ein Ding. Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Der ist ja jetzt noch da drin, oder was? Okay, jetzt ist sie weg. Jetzt müsste ich halt irgendwie nach oben kommen. Aber wie? Okay, ein Gebet.
Gut, das werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Ihr könnt gerne kurz pausieren. Oh, Erfolg. Bestens belesen. Mhm. Für was? Finde alle Notizen des Nicholas. Oh, okay. Also habe ich wirklich alle gefunden? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Im Normalfall übersehe ich öfter mal welche. Wie komme ich nach oben? Ja, wenn ich jetzt wieder sterbe, muss ich ja wieder den Schlüssel holen. Das ist doch belastend. Bitte gehen Sie. Geh jetzt weg. Geh weg, Oma. Geh weg. Los, Maria. Hau ab. Scheiße, wo komme ich nach oben? Weißt du, statt dass er sich einfach den gleichen Weg wieder nach oben begibt, dass er sich einfach da hochzieht? Nein. Will er einfach nicht. Ja, hier komme ich auch nirgendwo durch. Ist alles zu. So ein Dreck. Wie hat sie mich gesehen? Wie? Wie kann sie mich hier gesehen haben? Es geht nicht. Wie? Wie siehst du mich? Wie? Ach, bist du eine hässliche Bitch. Ey, wie konnte sie... Ich war hinter Wänden. Das macht so keinen Sinn. Gut, dann muss ich mir wohl wieder den Schlüssel besorgen. Guck mal hier. Er braucht sich doch einfach nur hier wieder hochziehen. Das ist doch nicht so schwer. Kann mir doch keiner erzählen. Also er kann sich ja sogar hier mit den Füßen abstützen. Also das schafft ja wohl jeder. Wisst ihr was, dann mache ich es jetzt anders. Bevor ich mir jetzt den Schlüssel hole, suche ich erstmal den Weg, der wieder nach oben führt, weil sonst macht es keinen Sinn. So, was ist denn hier? Das sieht nach einem Weg nach oben aus, aber der ist versperrt. Warum? Okay, hier brauche ich den Schlüssel. Alles klar, also muss ich hier rein. Dann bleibe ich am besten gleich hier und probiere den hier abzunehmen. Das heißt, wenn sie hier überhaupt reingeht. Ich glaube aber schon. Give me salvation. So, jetzt schnell rein da. Zu die Luke. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Okay. Und ab nach oben. Oh, okay. Los, weg mit der Ollen. I'm not safe here. I need to get out of this damn swamp. Da haben wir hier ein kaputtes Kreuz. Sieht aus, als hätte sie versucht, sich mit diesem Kreuz zu verteidigen. Es hat ihr anscheinend nicht allzu sehr geholfen. Offensichtlich nicht. Oh fuck, was? Nein. Oh. Daddy, bitte komm und hilf mir. What have you seen? Tell me. Ach, so einfach, ja? So einfach, jetzt auf einmal. Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me. It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. What?
Wherever there's violence and tragedy, there's you. Okay, Tagebuch aktualisiert. Stop! You hear me? Ach du Scheiße, ist das ein langer... Oh mein Gott. Ah ne, ich hab da einfach nur lange nicht... Mhm. Ich werde das wieder kurz eingeblendet lassen. Wer sich durchlesen will, kann gerne kurz pausieren. Ich werde das auch mal kurz überfliegen, aber ich werde den ganzen Kram jetzt nicht vorlesen. Das ist ein bisschen zu viel dafür. Okay. Na, wir werden schon rausfinden, wer das ist. Wie lange geht eigentlich die Aufnahme? Kurzer Check. Wir sind wieder bei 26 Minuten. Alles klar. Dann würde ich an der Stelle sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht schon zum großen Finale. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.